Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Langweilt euch das Outfit schon? Das ist jetzt das letzte Video, in dem ihr mich so sehen werdet. Heute geht es um dieses wundervolle Buch, was ich im letzten Urlaub gelesen habe. Das ist von Daniela Kutter, das Yin-Prinzip. Entdecke deine weibliche Essenz aus dem Goldmann Verlag. Es kostet nur 8,99 € und hat ein bisschen mehr als 200 Seiten. Und ich empfehle das jeder Frau. Jeder Frau, ganz, ganz ehrlich, dass jede Frau das gelesen haben sollte. Und wenn ihr es gelesen habt, gebt es euren Freundinnen zu lesen. Das werde ich nämlich tun. An meine Freundinnen, die sich als erstes meldet, darf es als erstes lesen. Es ist wirklich Gold wert. Viele Dinge, die sie hier beschrieben hat, waren für mich gleich so dieses, ja, das habe ich erlebt. Ja, das kann ich bestätigen. Und einige Dinge waren auch so, oh mein Gott, okay, das erklärt so viel. Es war unbeschreiblich, dieses Buch zu lesen. Und zwar, hier steht nochmal, Hingabe, Empfindsamkeit, Mitgefühl. In unserer rationalen und effizienten Welt bleiben weibliche Qualitäten oft ungelebt. Wie können wir unser Leben verändern und gestalten, um diese Yin-Qualitäten zu fördern? Wie kann es gelingen, sich wieder mit der weiblichen Essenz zu verbinden? Daniela Hutter entwirft die Vision einer versöhnten Polarität von Mann und Frau, die unser ganzes Sein und unsere Lebensqualität im Beruf, Partnerschaft und Sexualität in Harmonie bringt. Ihre kraftvollen Übungen, Heilrituale und Geschichten ebnen den Weg zu einer neuen, ganzheitlichen Weiblichkeit. Für alle, die mit dem Prinzip nicht so ganz vertraut sind, es gibt Yin und Yang, kennt ihr alle. Und Yang steht eher für die männliche Energie, Yang steht für die männliche Energie und Yin steht für die weibliche Energie. Und ganz, ganz viele Frauen, und da zähle ich hundertprozentig mit dazu, sind sehr, sehr stark in ihrer Yang-Energie. Und das entspricht natürlich nicht unserem weiblichen Wesen. Wir sollten eigentlich mehr in der Yin-Energie sein oder zumindest eine Polarität oder zumindest eine Ausgeglichenheit haben zwischen Yang und Yin, zwischen männlich und weiblich. Dieses männlich und weiblich hat jetzt nichts mit unserem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit den Energien in uns. Und ich war früher noch stärker in diesen Yang-Energien, bin aber auch immer noch zu stark da drin. Also ich möchte mehr in meiner Yin-Energie sein, mehr in meiner weiblichen Energie sein. Und es gibt hier so viele Übungen, wie du das machen kannst in den unterschiedlichsten Bereichen, die sie hier anspricht. Und ich möchte jetzt peu à peu nacheinander, also es ist halt nicht so, dass du heute die Übung und morgen die Übung, einige Übungen machst du halt auch über einen gewissen Zeitraum, dass ich jetzt die Übungen, die mich besonders angesprochen haben oder wo es um Themen geht, die mich besonders gerade beschäftigen, dass ich mich denen jetzt in nächster Zeit widmen werde und bin sehr gespannt, was das so ein bisschen mit mir macht. Ich möchte euch noch ein bisschen so einen Einblick geben, um was es denn geht. Am Anfang geht es nochmal darum, dieses Yin und dieses Yang, was ist das, ne? Diese Dualität. Da hat es auch ein bisschen was Geschichtliches und warum in unserer Gegenwart gerade das Yang eigentlich mehr dominiert. Und dann geht es um die wahre Natur der Frau und die weibliche Essenz. Der Beginn der Suche, da war ich vor einigen Monaten, der Zellgeist, die Opferrolle, das kennen wir alle, und die Prägung aus der Kindheit, die auch sehr, sehr, sehr bedeutend sein können. Dann geht es um das kollektive Bewusstsein und dann die Orientierung im Außen, die Ablenkung. Und dann der Weg nach innen und die Essenz des Frauseins. Dann der weibliche Weg als weibliche Alchemie. Eine neue Vision von Weiblichkeit, die ich auch sehr, sehr schön finde, die innere Frau. Dann die Verbundenheit zu unseren Müttern, Großmüttern und darüber hinaus, das ist schon dann sehr, sehr spirituell. Der Selbstwert als Türöffner, die weibliche Alchemie als neues Bewusstsein und dann zurück zur weiblichen Essenz, die weibliche Spiritualität, der Körper als Tempel, das weibliche innere Zentrum, stille Gebet und Meditation, die Natur, die weibliche Welt, Freundinnen und Schwestern und das Hier und Jetzt. Und dann noch die gelebte weibliche Essenz als Hochzeit des Alltags. Der heilige Bund zwischen Frau und Mann, die Sehnsucht nach der Einheit, sexuelle Energie nährt unsere Yin-Essenz. Jede Frau trägt in ihrem Inneren eine Yin-Quelle. Der weibliche Körper als Oase der Chemie und ihre eigene Geschichte. Also es war wirklich so, 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 so schön. Ich habe mich in so vielem wiedergesehen. Gerade auch für Mütter ist es ein unglaublich wertvolles Buch, weil wir kennen das alle, wir verlieren uns ja da so unglaublich schnell. Deswegen wieder mal ein Buch, was ich jedem von euch, der das hier gerade sieht, ans Herz legen möchte. Ob jetzt Mutter, nicht, ist egal. Wenn du eine Frau bist, lies dieses Buch unbedingt.
Und es wird dein Leben wirklich sehr, 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 sehr krass verändern. Daniela bietet auch diverse Workshops, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Retreats an. Und ich glaube, da werde ich auch mal eins mitmachen, weil das Thema interessiert mich gerade wirklich sehr, 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 sehr stark. Das ist was, wo ich gerade verstärkt dran arbeiten möchte. Und ich glaube, ich könnte mir sehr gut vorstellen, da mal so ein Retreat bei ihr mitzumachen. Auf jeden Fall findet ihr das Buch unten in der Infobox verlinkt. Bitte, 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 bitte lest es. Und wenn ihr es gelesen habt, dann schreibt mir gerne, wie ihr es gefunden habt, wie eure Erfahrungen waren. Entweder hier in den Kommentaren oder als private Nachricht. Das würde mich sehr interessieren. Und auch wenn ihr weitere Bücher aus diesem Themenbereich kennt, die ihr gut findet, setzt es auch sehr gerne unten in die Kommentare. Da freue ich mich sehr drauf, was ich so als weiterführende Literatur jetzt noch weiter lesen kann. Ich hoffe, das Buch hat euch gefallen und es ist angekommen, dass ich möchte, dass ihr das unbedingt lest, weil es so ein krasses Buch ist, was so viel in eurem Kopf, in eurem Herzen, in eurem Leben verändern wird. Es wird so viele Aha-Momente geben. Also ich hatte, glaube ich, noch kein Buch, das mir so viele Aha-Momente gebracht hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz, ganz bald beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.